Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7, in der wir jetzt dieses Teil von dem Pferdeteil haben und ich traue dieser Tür nicht und diesem Fenster. Na gut, wir können jetzt hier raus. Glaube ich. Yes. Ist ein geiler Türmechanismus, definitiv. Haben wir hier ein Kraut? Was steht da? Schieß auf mich. Okay. Komisches Teil. Schießpulver. Eine antike Münze. Moment, da haben wir noch eine. Die haben wir vorhin gefunden. Oh Gott, können wir jetzt irgendwas kombinieren? Pistolenmunition braucht Schießpulver und flüssige Chemikalien. Kraut und flüssige Chemikalien. Aber wir haben keine flüssigen Chemikalien. Vielleicht sollten wir mal diese Schrotflintenmunition zurückbringen. Zur Kiste. Weil gerade jetzt... Oh Gott, ich erschrecke mich mal vor dieser Tür alleine. Also ich bring mal kurz... Ich hoffe nicht, dass der jetzt hier einfach rumläuft noch. So. Packen wir mal die Münze da rein. Genauso wie die Schrotflintenmunition. Ist ja auch nur ein Schuss. Die Kräuter haben wir und den Rest brauchen wir, glaube ich, nicht. Also ich habe keine Ahnung, wofür die antike Munition, die antike Münze gut ist. So, einmal speichern, wenn wir schon mal hier sind. Okay, ich habe jetzt einen Schuss verbraucht, um auf dieses Vieh zu schießen. Ich weiß nicht. Hat da gerade das Telefon geklingelt? Egal. Oh, das ist viel zu laut. Sei ruhig. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Oh, es Gott. Tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Na toll. Das war ihr Vater? Da fehlen drei Köpfe vom Hund. Na toll, ich habe so viel Platz im Inventar, dass da definitiv ich alles in den... Das ist... Ich brauche ja überall irgendwelche Sachen. Moment. Das konnte ich in dem anderen Raum hinten verwenden. Was stand da? Mehr als 20 Personen vermisst. Was haben wir da? Da können wir auch was verwenden. Ein Hund, der bellend aufschaut. Und da ist ein Vogel. Boah, das ist... Wer das gute alte Resident Evil noch kennt, der weiß, dass da überall andauernd irgendwelche Rätsel sind. Boah, ganz im Ernst, diese Geräusche, die man so nebenbei hört. Die sind echt übel. Vor allem, ich weiß nicht, ob jetzt hier... ein Bereich, wo ich schon mal war... ob der jetzt safe ist, der hier, oder ob der nicht safe ist. Ich rechne einfach immer damit, dass irgendwas um die Ecke kommt. Ist lieber so, als dass ich... Okay. Wo waren... Das war diese Uhr hier, oder? Da
Da ist ein weißer Hundekopf. Boah. Oh, diese Geräusche. Die Geräuschkulisse in dem Spiel ist echt super creepy. Und wenn ich Zoe so glauben kann von dem, was sie so erzählt, denke ich mal, ist ihr Vater alles andere als tot. Er ist eher untot. Diese Ecken. Ich weiß nicht, ob ihr die alten Resident Evil Teile kennt, aber da war das schon so... Ja... Ecken hat man immer irgendwas erwartet. Okay, wo war jetzt der Hundekopf da vorne? Immer schön Platz machen im Inventar. Okay, wir brauchen noch zwei Hundeköpfe. Da hinten brauchen wir anscheinend einen Skorpion. Wir brauchen so viele Sachen. Skorpion, irgendwelche Flügel. Flüssige Chemikalien. Okay, machen wir... Ich würde sagen, wir machen einfach mal Munition. Sehr gut. Weil wir haben noch jede Menge Heilsachen. Eine Schrotflinte. Das heißt, wir brauchen anscheinend irgendwas hier. Weil ansonsten die Tür zugeht. Müssen wir dem irgendwas reinlegen. 18 Schuss haben wir. Ist eigentlich recht ordentlich, glaube ich. Die Oma. Ich glaube, dass die Oma definitiv mehr ist als nur unbeteiligt hier sitzender Gast. Ein Bild. Evelyn. Moment, war die Evelyn Baker nicht die Mutter? Das ist ein Schlangenschloss. Ganz im Ernst, die Familie hat doch einfach echt Spaß an irgendwelchen Rätseln. Das bei der Oma oben ist die einzige Tür, die offen ist. Und ich denke mal, dass wenn wir die Tür aufmachen, rollt uns die Oma hinterher oder so. Okay. Tut sie doch nicht. Ein Helm. Das ist auch so eine Schlangentür. Okay. Also im... Außen läuft anscheinend die Mutter lang. Hier scheint nichts zu sein. Okay. Dafür brauchen wir, glaube ich, irgendwas aus wie einen Dittrich oder so oder einen Schlüssel. Die Frage, sollen wir hier reingehen? Da ist ein Zettel. Bringt den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Da ist noch eine antike Münze. Das ist jetzt die dritte...
Das ist jetzt die dritte antike Münze, die wir gefunden haben. Da ist eine andere Flinte in dem Raum. Also wir brauchen definitiv den Skorpionteil, bevor wir die Flinte bekommen. Oh nein, ein Mia. Nochmal Schießpulver. Das heißt, wir haben wieder so eine weitere Filmsequenz, wenn wir das möchten, anscheinend. Wetterbericht, wir müssen mit Sturm rechnen. Okay. Ja. Gut, dann schauen wir uns mal dieses tolle Video an. Okay, also ein Video über Mia. Ethan, please watch this. Also es ist ein Video an uns. Hä? Da passiert überhaupt nichts. Ihr seht ja unten, dass wir durch die Zeit springen, wie verrückt. Oh. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, das du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Oje, oje. Überall Babys. Oh mein Gott. Hier drüben, Mami. Nein, 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 pst. Oh Gott. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben, Mädchen. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Schnell. Gott. Schnell, schnell, schnell. Wo ist sie? Ich weiß, dass du und Zoe etwas ausdrücken. Oh nein. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Was macht sie? Warum hat das bei mir so eine... Nein, komm nicht hierher. Oh nein. Oh nein, ich kann hier nicht weg.
Oh, verdammt. Hätte ich jetzt reingemusst? Sie kommt nämlich zurück. Bitte nicht hier herein. Ich glaube, das war's. Ah, sehr gut. Ich werde dich meinen Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Das hier macht irgendwie nichts, oder? Hier können wir nicht weiter. Oh Gott, das müssen wir anpassen. Aha. Na komm, schnell. Die Rätsel sind schon geil gemacht, finde ich. Welches kleine Mädchen hat uns überhaupt verpetzt? Wer war denn das? Das war doch nicht Zoe. Weil Zoe würde uns ja, glaube ich, nicht verpetzen. Na komm, komm, komm. Das ist auf jeden Fall ein Safe Point. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Oh Gott. Von was redet die denn? Wir lieben dich! Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt nochmal nicht auf! Okay, okay, lauf schnell. Hab sie! Nein, 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 nein! Versuch nicht, deinem Teil der Schuld zu entkommen! Da führt kein Weg raus, Fräulein! Was zum... Oh Gott, es ist stockdunkel. Wo denkst du, dass du hingehst? Ethan! Ethan, bitte! Ethan, nein! Okay. Wunderschönes Heimvideo, würde ich mal sagen. Und jetzt? Kommt da noch was nach dem Video? Die springt so durch die Zeiten durch. Anscheinend ist das quasi während des Ladens, dass man so ein bisschen währenddessen einfach hier durch das Video durchskippt. Was haben Sie dir angetan, Mia? Das frage ich mich auch. Also es war hier gerade eben ein Autosave. Ich glaube, da mache ich hier nämlich mal jetzt eine Pause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe mal irgendwas gesehen, dass es auch einen Erfolg gibt, dass wenn man entkommt. Anscheinend hat sie mich aber kurz gesehen und ich habe deswegen den Erfolg nicht. Das ist voll ärgerlich. Gut. Dann mache ich hier eine Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.